ihr euch schon Gedanken gemacht, was ihr für das Jahr 2023 machen wollt? Wir, Nico und ich, haben uns schon Gedanken gemacht und im heutigen Podcast im Namen Stichpunkte unterhalten wir uns ein bisschen darüber, wie wir uns das Jahr 2023 vorstellen. Der Podcast mit Nico und Benny. Damit ein wunderschön herzliches Willkommen, Nico. Wie stellst du dir das Jahr 2023 vor und was für Projekte stehen bei dir dieses Jahr so an? Erstens mal hoffe ich, dass das Jahr 2023 auf jeden Fall besser wird als das letztjährige Jahr und auch, dass wir wieder ziemlich viel Normalität kommen. Also jetzt nicht nur hier bei mir, sondern überall in Deutschland, sodass wir wieder ganz normal unsere Sachen machen können, ohne irgendwelche Maßnahmen, die Maskenpflicht und sämtlichen Pipapo, wie wir uns jetzt die letzten Jahre mit rumschlagen mussten. Einfach, dass es wieder normal ist, dass man rausgeht, sich mit Leuten trifft oder auch mal wegfahren kann, ohne jetzt sich Gedanken machen zu müssen, was muss ich jetzt machen? Habe ich alle Gs, die ich nur haben kann oder muss ich mir noch ein G holen? Ich glaube, ihr wisst bestimmt, was ich damit meine oder was allgemein damit gemeint ist. Und was für Projekte stehen bei mir in dem neuen Jahr an? Ich sage jetzt mal von privater Seite, also privat, was jetzt 2023 anstehen sollte oder würde, habe ich mir jetzt ehrlich gesagt noch so keine großen Gedanken drum gemacht. Ich hoffe mal, dass ich dieses Jahr eventuell, also ich habe mir so leicht mit gedanklichen Bleistift ins Gehirn geschrieben, sage ich jetzt mal, Gamescom. Aber ob das dann umgesetzt werden kann, ist erstmal zweitens. Würde ich sagen, mal abwarten, wie sich's entwickelt, weil ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt dieses Jahr dann auch endgültig klappt oder nicht, aber worauf ich mich auf alle Fälle freue, ist, aber gut, jetzt muss ich den Frageball mal weiterwerfen. Benni, was sind denn so deine, oder wie hast du dir denn 2023 so vorgestellt? Oder wie stellst du dir so 2023 vor? Und was ist so denn bei dir in Anliegen oder was liegt bei dir dann so 2023 an? Ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht. Ich würde wahrscheinlich, das Jahr wird relativ voll wieder. Und es sind viele neue Runden geplant. Teilweise kann ich davon noch nicht so erzählen, wie ich gerade noch möchte, weil teilweise noch zwei, drei Dinge in der Planung stehen und ich mich da auch noch wirklich safe sicher sein möchte, bis ich dann wirklich ein endgültiges Okay geben kann, um zu sagen, jo, jetzt mache ich das offiziell, seit ich es hier auf YouTube oder wo der Podcast auch immer hinkommt. Und ja, ein anderes Thema, da habt ihr wahrscheinlich letztes Jahr schon gesehen, ich habe ja etwas angefangen mit den Theoriestunden von meinem Führerschein. Da werde ich ja hier dieses Jahr dann weiter Fahrstunden haben und Ende Januar meine Theorie Prüfung haben.
aber das Thema Führerschein Talk, da werden wir euch noch in einen späteren Stichpunkt Podcast euch nochmal da weiter ausführlich informieren. Und wir beide haben uns auch schon Gedanken gemacht über das Thema YouTube und Projekt. Ich würde hier mal Nikos mal fragen, was er so an Projekte so vorstellt, die auf YouTube kommen wird bei ihm, was deine Vorstellung da genau ist. Ja, Thema YouTube für 2023 bin ich gerade für das neue Jahr geht auf alle Fälle weiter. Da kann ich euch auf alle Fälle beruhigen, weil jetzt einige fragen, ja, wann geht's denn mal bei dir weiter? Kam ja jetzt lange nichts, also keine Sorge, es geht weiter. Also ATS Solo geht weiter, ETS Solo geht weiter und natürlich auch ETS mit Freunden. Aber ich muss da so ein bisschen auf die Bremse treten. Und ich hoffe, ihr habt dafür auch Verständnis. Also die Zeit spielt da auch eine ganz große Rolle. Also nicht nur ich muss Zeit dazu haben, sondern auch die Leute, die bei den Projekten, die ich so oder die wir so haben, da auch mitmachen. Da muss die Zeit auch eine Rolle spielen. Und dass ich dieses für das neue Jahr die Möglichkeit habe, Leute zu mir zu holen, beziehungsweise Leute zu mir einzuladen, die die Möglichkeit haben, mich bei meinem Hobby zu beobachten, aber auch selbst mitzuwirken. Einfach da auch meinen Dank dafür auszudrücken, dass diese Leute mich unterstützen in vielen Dingen und mir auch dadurch auch viel gegeben haben. Und das ist auch eine Art dann von mir, mich erkenntlich dafür zu zeigen und auch den Leuten dafür was zurückzugeben. Welches Projekt ich zusammen mit den Benny vorhabe, ist auf alle Fälle ein neues Spiel reinzubringen. Was heißt, so ganz neu ist es ja nicht mehr, aber Notruf 112 Teil 2 habe ich Benny da haben wir ja auch schon vor, ja, aber im Moment ist das noch im Test. Ja, darüber haben wir ja auch schon mal privat schon mal gesprochen. Auf Twitch haben wir auch echt schon mal gestreamt. Der wird auf jeden Fall bei ihm nächstes Jahr anfangen. Wahrscheinlich Februar, weil bis jetzt sind noch keine Aufnahmen dazu entstanden. Vielleicht kommen die noch. Und dann, sobald ich die ersten Aufnahmen habe, werde ich die dann ja auch schneiden. Natürlich, ich schneide die auch vom Kollegen. Ich weiß, was für Projekte so anstehen. Wir beide haben selber auch sehr viel Zeit und auch bei mir wird echt wieder sehr viel mit Projekten geben, die relativ neu sind, aber auch schon sehr bekannt sind. Gaming-Kanal wird weiterlaufen, Login-Kanal wird weiterlaufen, und Nico sein Kanal. Und dann kommt noch ein Kollege noch dazu, der Ricky, den ich Anfang dieses Jahres mit unterstützt habe auf seinem Kanal, aber dann ja irgendwann dann nicht mehr den, weil einfach andere Probleme da waren und dann nur noch mit aufgenommen hat. Aber ich war trotzdem eine schöne Zeit damals.
Wir haben einfach, wir planen immer neu. So, Nico, ich, Vicky, Sally, Igel, oder allgemein auch das Team von Filmproduktion Benjamin. Wir planen hin und wieder die Sachen auch neu, schauen, wo kann man noch was verbessern, und sobald ich etwas mache, was dann echt vielleicht in manchen Hinsichten für mich nochmal ein bisschen weiter bringt in mein Leben, um nochmal vielleicht besser journalistische Tätigkeiten zu erfahren, Movie-Aufnahmen, Interviews, da möchte ich mich natürlich auch weiterbilden. Aber natürlich werden wir im Laufe dieses Jahres uns auch einmal treffen zu einer kleinen Radbahn-Challenge-Rennen. Da kann Nico aber am besten was darüber erzählen, weil er hatte die Idee und danke. Ja, ich hatte ja vorhin schon so leicht, oder was heißt leicht, ich hatte ja vorhin schon eigentlich angesprochen gehabt, dass das zusammenhängt, ja. Aber so kann man das natürlich auch nennen. Benni, ja, eine sehr gute Einleitung gerade gewesen. Darauf freue ich mich auch, aber und es wird auf jeden Fall auch spaßig werden. Aber für mich ist wie ich schon zu Anfang das genannt hatte, dass meine Art den Leuten dafür was zurückzugeben, was die Leute wie Benni und die anderen schon für mich manchmal so mit auf die Beine gestellt haben, womit ich selber gar nicht gerechnet hatte oder auch gar nicht in Erwägung gezogen habe, dass ich das irgendwann mal vielleicht besitzen könnte oder werde oder ja, und durch diese Leute sind halt gewisse Sachen dann, sag ich mal, möglich geworden oder auch entstanden. Und ich kann halt leider keinen Goldesel zurückschmeißen, sage ich jetzt mal. Von daher zeige ich mich da so dementsprechend dankbar, einfach um den Leuten da was zurückzugeben. Aber wie es schon Benni gesagt hat, es wird auf jeden Fall sehr spaßig werden trotzdem. Und wir werden echt auch YouTube dann, ich würde wahrscheinlich auch ein Video auf jeden Fall auch deinen Kanal, auf jeden Fall Volleykämpfer eben, aber wahrscheinlich auch ein Vlog-Video auf meinen Vlogging-Kanal. Ich denke mal, das wird bei uns beiden dann irgendwie laufen. Bei dir auf deinem Blog-Kanal oder je nachdem, für welchen Kanal du das dann halt bei dir bringst. Ja. Und bei mir dann auf meinen Kanal sowieso. Weil es soll ja auch, das ist ja nicht dazu sagen können, auch soll ja auch gewisse Sachen ausgebaut werden. Also ich möchte ja nicht nur auf meinen Kanal Gaming zeigen, sondern auch, wie jetzt schon angesprochen, das kleine die kleine Card-Challenge oder allgemein meine Kartfahrten, weil ich bin leidenschaftlicher Hobbyrennfahrer im Kart. Oder auch dein Handbike. Ja, genau. Danke. Ja, auch mit meinem Handbike möchte ich da einige Sachen, also wenn ich auf Tour bin, da zeigen. Und zum Thema Handbike, da könnte man vielleicht nochmal einen extra Stichpunkt draus machen, falls jetzt sich schon einige fragen, Handbike, was ist das denn? Ich glaube, dazu machen wir mal einen extra Stichpunkt, weil wenn ich das jetzt erkläre, das dauert länger als 20 Minuten. Glaub, Handball, ich kenne mich da mit eher weniger aus, aber das könnte man in einer YouTube-Folge vielleicht mal zusammen reinbringen, was das oder, genau ja ist. Und da einfach sehr ausführlich. Ich glaube, da macht das mehr Sinn als hier in den Podcast. Im Podcast bei uns geht es ja um Allgemeinthemen. Thema Führerschein wird
Laufe des Jahres ein Thema sein. Thema Adventkalender. Ist es sinnvoll, einen Adventkalender noch zu haben? Oder sind die schon so nicht mehr modern? Solche Fragen stellen wir uns noch dieses Jahr. Oder auch andere Themen. Ihr könnt gerne uns auch Themenvorschläge in die Kommentare schreiben, die wir mal behandeln sollten. Oder ansprechen sollten. Ihr könnt uns da mit Kommentaren wirklich zuschmeißen. Also wenn euch da was einfällt, was wir mal bereden sollten, oder haut uns einfach da in die Kommentare rein, was euch einfällt. Aber bitte sachlich in den Kommentaren bleiben. Wir behandeln gerne die Themen, wenn euch welche einfallen, aber bitte bleibt sachlich. Wir möchten bitte keine Beleidigungen oder irgendwelche Niedertrommlung in Form von Schimpfungen lesen, weil das gehört sich nicht. Und bleibt bitte sachlich in den Kommentaren. Aber ihr könnt uns gerne Themen reinschreiben. Das ist euch frei überlassen. Und wir suchen uns dann mal ein paar Themen raus aus den Kommentaren und ihr könnt dann gespannt sein, welche Themen das dann sein werden. Auch noch ein etwas größeres Event vor, oder auf Twitch sind wir ja auch aktiv, einfach www.filmproduktionbenjamin.de auf Twitch natürlich. So wird ein Schuh draus, aber keine Bange, Benny, mir wäre das jetzt, glaube ich, genauso gegangen. von daher, alles gut. Da könnt ihr uns auch, wie Benny schon gesagt hat, gerne mitverfolgen. Auch wenn ihr wollt, mit unterstützen, mit, dass ihr in den Chat schreibt. Vor allen Dingen auch gerne zuschauen könnt, Lurken. Was wir da so anstalten. Ihr könnt auch einfach nur im Lurk aktiv sein, weil dich hilft und auch teilweise. Auch wenn ihr mal nicht schreiben möchtet, ist völlig in Ordnung, wenn ihr einfach entspannen wollt, abschalten wollt von der Arbeit, von der Schule, weil einfach der Lehrer wieder in der Schule zu doof war, diese Matheaufgabe zu beantworten, weil er selber keine Ahnung hat. Oder war oder der Lehrer mal wieder so lang. Ihr kennt das bestimmt alle. Ihr sitzt in der Schule, müsst den Lehrer zuhören. Ich meine, klar, man muss den Lehrer freilich zuhören. Aber jeder kennt das. Ich kenne das selber auch noch, wenn der Lehrer vorne stand. Und dann so langsam, schleppend, sprechend, fast schon, als ob er den Lauterbach nachmacht. Also beim Sprechen eingeschlafen, dass du automatisch mit einpennst. Wenn ihr davon mal Abstand nehmen wollt, kommt da zu uns auf Twitch. Wir sorgen schon dafür, dass ihr wieder gute Laune bekommt. Ja, jeden Montag ab 19:20 Uhr und ab Freitag ab ca. 15 Uhr aufwärts. Die Festzeiten sind leider noch nicht endgültig beschlossen, aber nicht ganz. Montag und Freitag wird auf jeden Fall Streaming-Zeiten. Da freue ich mich und er und ich freuen uns da sehr. Ich bin mal gespannt, wie das Jahr 2023 so wird, weil das Jahr 2022 war gigantisch. Ich habe sowohl dein Material gesehen und mein Material gesehen. Wir hatten einen Unterschied von 6 Stunden. Er hatte 32 Stunden. Materialtechnisch. Ja, von fertigem Video. Er hatte 32 Stunden fertige Video. Oh, doch so viel? Ja, Stunden. Und bei mir waren da 38 Stunden Videomaterial. Und da erstmal durch alles durchzuschauen und die besten Momente raus. Und da siehst du auch wirklich nochmal den ganzen Tag einfach, was alles so passiert ist. Du sagst, ich bin da nicht mehr losgeworden, weil ich einfach knapp
Ich habe mir keine 3 Tage echt mir alles nochmal angeschaut. Ich habe da irgendwie vielleicht 15 Stunden habe ich aber da schon mal rangehockt und echt mir alles nochmal angeschaut. Ja, da war echt ein schönes Jahr und viel ist erlebt. Und ich hoffe, dieses Jahr wird da auch nochmal so schön, wie das letztes Jahr noch schöner, müsste ich hier eigentlich sagen. Hoffentlich wird dieses das neue Jahr noch schöner als das alte. Ja. Ich meine, klar hat sich auch 2022 vieles gelockert, aber halt so, naja, ich sag mal so schleppend. Und ich denke mal, ihr werdet das sicherlich auch so vernommen haben. Oder in Großteil, sagen wir mal so, weil andere sehen das vielleicht wiederum ein bisschen anders. Aber ich kann mich da nur nochmal wiederholen. Ich hoffe, dass 2023 wieder so normal wird, wie man es eigentlich kennt. Jetzt mal von 2020 bis jetzt mal ausgeklammert. Weil, sind wir doch mal ehrlich, die letzten 2-3 Jahre waren doch eigentlich, sag ich mal, wenn ich es jetzt mal auf krass Deutsch ausdrücken darf, so ein bisschen wie Gefängnis. Man durfte zwar dann auch mal raus, aber es war auch wie so nichts los draußen. Du hast kaum jemand gesehen in der Stadt. Es war wie ausgekehrt. Praktisch wie in so einem alten Western-Film, wenn man das vergleicht. Ne? Man geht so durch auf einmal, man hört nur den Wind durchpfeifen und ansonsten sieht man keinen. Und so ähnlich war das in den letzten Jahren. Ja, dafür muss ich aber sagen, war echt bei mir nicht so, weil ich habe 2022 so viel erlebt. Ich war auch so vielen Festivals wie glaub noch nie in meiner Karriere. Ich muss schon sagen, natürlich manchmal auch mit noch ein paar Aufladen, aber ich habe relativ viel erlebt und ich habe da ja auch all auf meine Webseite bmfilmproduktion.de auch mit aufgeschrieben, was da alles so war. Ich muss echt wirklich sagen, ich kann mich über das Jahr nicht meckern. Ich war teilweise sehr chaotisch, aber auch sehr voll. Das 9-Euro-Ticket war ja da. Was laufe dieses Jahr zu einem 49-Euro-Ticket werden soll, wo aber immer noch keine genaue Einzelheiten da sind. Wann da sind auch immer noch keine Einigung dazu getroffen. Die sind immer noch andiskutieren und am Machen und am Tun. Ja, Bund und Länder wollen das Ticket haben. Aber der Beginn, wo der verkauft wird, der ist noch nicht beschlossen. Oder der ist noch nicht da. Und das ist furchtbar. Aber ja, und jetzt gibt es aber auch schon Leute, beziehungsweise jetzt kippen auch einige in der Regierung so ein bisschen auf die andere Seite, weil sie merken, hups, das 49-Euro-Ticket ist ja teurer als das 9-Euro-Ticket. Wo ich mir dann denke, ach, auch schon mitbekommen? Ne? Aber ihr wollt's ja haben, nur ihr kommt ja nicht damit aus der Hüfte, aber gut, ich sag mal so, das 49-Euro oder das 9-Euro-Ticket ist ein anderes Thema. Können wir in einem anderen Video nochmal... Ich wollte es nämlich gerade anschneiden, das müsste man in den anderen in den anderen Stichpunkt verpacken, weil ansonsten sitzen wir hier bis Weihnachten 2053, um das Ganze auszukaspern. Also hoffen wir mal, also ich hoffe zumindest, dass das Jahr 2023 deutlich besser wird oder noch besser wird als das Jahr 2022 und es war schon im Jahr 2022 auch leichte Besserungen dabei, aber hoffen wir ganz einfach, dass das 2023er
Nachfolgerjahr einfach noch besser wird. Ja, somit sind wir beide auch schon wieder am Ende von unseren Stichpunkt-Podcast angekommen. Und am Mikrofon war der Nico und ich, Benjamin, für euch am Mikro. Und dann alle beide schönen Abend, macht gut, bleibt gesund, wann ihr euch auch immer anhört, ob früh, Mittag, Abend. Habt eine schöne Zeit. Bye, bye. Ciao. Ciao. Und immer schön auf den neuesten Standpunkten bleiben.